Heute kann es losgehen. Spiel 1 in der Gruppenphase erwartet uns. Und ein Erfolg heute wäre so wichtig für den weiteren Verlauf. Beide Teams werden hier voll auf Sieg spielen, da bin ich mir ganz sicher. Und die DFB-Frauen heute gegen die spanische Frauennationalmannschaft. Und damit läuft sie, die Gruppenphase. Die erste Partie ist angepfiffen, wichtig, direkt gut in den Wettbewerb zu starten. Jetzt sehen wir hier die Aufstellung der DFB-Frauen für heute. Sie spielen das hier heute im 4-5-1. Und da Pablos, gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Corredera. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das wird gefährlich. Fällt jetzt das Tor. Das wird Abschluss geben. Bei Deutschland steht heute insbesondere Nadine Kessler im Mittelpunkt. Leider hat sie immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Wenn sie fit ist, dann ist sie extrem wichtig für die DFB-Frauen. Das steht mal fest. Am Ball kann Jennifer Marojan alles. Sie ist technisch extrem stark. Und auch deshalb ist sie so wichtig für die Nationalmannschaft. Nicht nur torgefährlich, sondern sie setzt die Mitspielerinnen gut ein. Jetzt gibt es Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird es brenzlig. Kurze Spielunterbrechung, da war sie mit der Hand dran. Die Entscheidung ist okay, würde ich sagen. Ivana Andres. Guter Körpereinsatz hier. Rössling. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Das ist das Tor für Deutschland. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Es gibt den Freistoß für Spanien. San Pedro. Torrijón. Jetzt Bartusiak. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Silvia, noch ein Tor! Was für ein Lauf! Das ist Wahnsinn! Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme.
Bermudez. Abgepfiffen hier wegen Handspiel. Und das vollkommen zu Recht, das war eindeutig. Corredera. Da kommt der Schuss. Guter Versuch, da hat nicht viel gefehlt. Behringer. Da kommt der Pass auf außen. Gute Idee, den auf den Flügel zu legen, aber der Gegner hat aufgepasst. Peter. Und Lauder. Gefährliche Flanke. Eckball gibt's. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Der Ball wurde gut weggefaustet. Und da zieht sie ab. Strammer Schuss, aber auch klasse gehalten. Zur Ecke abgewehrt. Behringer, wieder Ecke. Der Ball kommt. Da passt sie gut auf bei dieser Hereingabe. Klasse aufgepasst. Sie kommt an den Ball. Behringer. Gute Flanke. Geklärt mit dem Kopf. Schuss. Ball im Aus. Abstoß. Ja, abseits, richtig. Serrano. Meseguer. Ganz einfach an den Ball gekommen. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Leupolz. Garcia. Gutes Stellungsspiel, sie hat den Ball. Serrano.
Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Meseguer. Sie leitet den Ball per Kopf weiter. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. So, und hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Abseits. San Pedro. Leupolz. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Kessler, das ist das Tor für Deutschland.